Zutruf habe ich zwei. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir sind auf Einsatz-Sonderfall gerade. Es kam bei der Ausbildung in der letzten Folge ein Brand rein. Und zwar am ehemaligen oder am Transportgelände. Und da düsen wir jetzt hin. Aber jetzt, mir haut sie erstmal die Ohren weg. Leck mich am Arsch. Junge, ist das laut. Kann aber auch noch ein bisschen lauter machen, wenn ihr wollt. Aber wie weit ist das denn mit dem Unimog? Nicht, dass wir den auch noch brauchen, weil der steht noch bei dir auf nie. Was? Der Unimog! Entschuldigung, ich hab nichts gehört, was? Der Unimog steht noch bei dir, nicht, dass wir den noch brauchen. Kannst du Dirk ihm Bescheid geben, dass er sonst damit herkommt? Yes, of course! Ich rufe ihn an, eine Sekunde. Oh. Alter Verwalter, es hat mir jetzt aber die Löffel weggehauen hier. Oswin? Dirk, kannst du bitte, hast du den Unimog von der Feuerwehr da? Ich bin gerade dabei. Du müsstest... Sag nicht, der ist auf der Bühne. Nein, noch nicht, ich fahre gerade in der Halle. Okay, fahren bitte aus der Halle, einmal zum ehemaligen Transportunternehmen. Hier ist ein Feuerwehreinsatz. Oh. Wir brauchen die dringend hier. Fahr ich hin, alles klar. Darf ich mit mir auch nicht fahren? Die haben gesagt, du sollst den herbringen. Okay. Alles klar. Mach ich. Gut. Bis gleich. Jo. Scheiße. Wieso bin ich Gruppenführer? Ich hab von nichts der Ahnung, Leute. Ich wurde hier. Leute, was ist hier denn los? So, alle bitte jetzt hier. C-Strahl aufnehmen, Strahlrohr in der Hand. Zwei Stück, Halle in Vollbrand. Wir machen Riegelstellung, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Zwei Strahlrohre von linker Seite, zwei Strahlrohre von rechter Seite. Einer baut die Wasserversorgung auf. Hydrant ist vorne unten an der Straße. Okay, ich mach das mit der Wasserversorgung. Ich lauf einmal runter. Leck mich am Arsch, ey. Achso, so, gib her. Warte, dann fahr ich mit dem Ding hier runter. Wo willst du? Genau, Schlauchleitung legen. Genau, ich würde einfach runterfahren. Genau, ja. Heidi, Witzke, ey. Wann kommt das TLF, Tino? Ach, Oswin. Ja, das ist unterwegs. Ich habe den Dirk angerufen. Der hat es Gott sei Dank noch nicht auf der Hebebühne. Der ist auf dem Weg hierher. Der sollte jede Sekunde eintreffen. Alles klar. Ich bleib an der Straße stehen und weiß ihn ein hier. Oh, der kommt da hinten. So. Macht eure Aufgaben, Handschutz angelegt und los. Wo fährt er denn lang? So. So, Arztabsicherung ist da. Heidi, ist geil. So, ab, Schutz angelegt, habt ihr jetzt angeschlossen? Braucht ihr noch Hilfe irgendwo? Kann ich wieder abpacken? Hast du Klamotten mit? Was denn? Ja, nur das Klamotten halt. Ja. Jörg, ich übernehme! Dankeschön! Warte mal, ich kann höchstens mal gucken, ob man noch 20 Leute hinter. Oswin, nein! Andere Seite ranfahren, mit dem Dachwerfer anfangen zu löschen, von oben. Okay, mach ich. Fährt wieder letzte Ecke. Carsten und Heinrich, könntet ihr eventuell beiden Angriffsdruck machen? Ja, können wir. Wir gehen dann hier von der linken Seite ran direkt. Alles klar. Ja. Willi, dann kümmerst du dich bitte drum. Wir brauchen die nächste Feuerwehr hier. Das kriegen wir so alleine nicht gestemmt, schätze ich. Boah, du. Gib das zur Leitstelle weiter durch. Wo soll ich genau hin? Ja, was ist das hier? Aus der anderen Seite, von der Straße, mitten Dachwerfer, wenn wir haben. Von der Straße? Von der Straße oben rein, weil dann bist du schon auf einem hohen Punkt und kannst direkt geradeaus rüber. Wird so gemacht? Ich stell mich hin. So Einweisung. Das schöne Gebäude. Was denn hier? Einfach hier hin, dann kannst du. Ja. Willi, hast du noch die Klamotten gefunden? Ja, hier hinten. Ja, warte, ich komm, zieh mich um. Carsten, komm mal ein bisschen zurück. Ich glaube, das können wir hier nicht mehr halten. Alter Schwede, ist das heiß. Alter, das Brett hier passt das hart. Wie geht denn das Ding an? Ja. Leute. Wie geht denn das Ding an? Kann man hier hoch spritzen? Ja, dann komm mal ein bisschen zurück. Leute, was zwischen da können.
Da waren noch ein paar Gasflaschen drin. Oh, das sagst du uns jetzt! Das sagst du jetzt. Okay, die hatte ich eigentlich rausgeräumt. Aber eigentlich. Vielleicht habe ich einen übersehen, die woanders stand. Ja, wir ziehen uns zurück, komm. Dachwerfer läuft hier oben, ich lösche von oben. Perfekt. Lass uns von hier, können wir hier auch den Dachwerfer noch in Betrieb nehmen, vom Aleph, Willi? Habt ihr noch einen Zero oder sowas? Wir haben alles rausgeholt, mehr können wir nicht. Alter, mal weiter. Ich glaube, da sind irgendwas, was explodiert in der Halle. Alter, da schauen wir in der Kiste hier drinnen. Leute, wie wär's denn dann mit einem kleinen Rückzug? Ein Rückzug bringt nichts. Wir müssen einfach die Riegelstellung weiter vorbehalten. Ja, lass es Halle, wenn es hier rausfahren. Ja, bin ich schon dabei. Genau. Dann verlängern wir die Schlauchleitung. Ich bin nur Arzt. Ich bin nur Arzt. Michel, hol mal die Düsenschläuche vom Fahrzeug, dass wir hier zum Wald hin eine Reihe mit Düsenschläuchen als Schutz hinlegen. Komm weg. Komm mal kurz. Hey, Michael, hast du jetzt eigentlich gemeint? Ich bin verwirrt. Holst du schon? Haspel kommt. Können wir noch weiterziehen hier? Du, Wolfgang? Ja. Euer Anhänger ist jetzt auch gekrost, gebraten. Welcher Anhänger? Der hier vorne steht. Aber ich glaube, es wird langsam weniger, kann das sein? Ich glaube, wir kriegen es langsam unter Kontrolle. Ja, so langsam. Ah, ja. Heinrich war jeder Schrottanhänger, oder? Jo. Ja, dann ist das meiner. Scheiße, ja, das Auto hat eine neue Lackierung. Tabletten schon im Lack ab. Postauto hier hingestellt. Willi, geh mal zur Seite. Heinrich, ich bräuchte hier auf der Hinterseite noch ein C-Rohr. Platz, auf Platz. Den Busch überzugreifen. Ja, ich komm rüber. Alter, hast du eigentlich die Polizei informiert wegen Straßenabsperrung und so? Ich habe jetzt erstmal hier das Forstauto auf der einen Seite gestellt und das Notarzt. Weiter komme ich nicht hier an. Ich muss einen neuen Schlauch holen. Ja, also ich nehme den. Einen haben wir noch. Miguel. Gut, danke. Jo. Da. So, ich bin hierbei. So, perfekt. Sind da irgendwelche Chemikalien oder sowas drin gelagert? Nee, eigentlich sollten da keine Chemikalien drin sein. Das waren ein, zwei Gasflaschen, aber ich hatte die eigentlich auch weggeräumt. Deswegen wundert mich, dass da noch was ist. Okay. Der Maschinist vom HLF-20 für den ersten Angriffsdruck kommen. Sitzt ihr auf dem HLF-20? Ja, höre! Komme! Oswin, du bist immer noch Tanker. Das ist DLF. Alles klar, super! Komme nicht! Angriffsdruck hört. Oh, ist das heiß. Frage, Druck. Unsichtbar. Verstanden, Ende. Heinrich? Alter Vater, ey. Straße ja. Unten, die Straße unten bis zur Vorderkreuzung ist erstmal gesperrt mit Forstwagen und NEF. Straße, die Zufallstraße hier oben, also die von hier oben kommt, nicht. Erstmal so, würde mich da oben hinstellen. Ja, alles gut. Wenn mich jetzt nicht braucht. Aber ich glaube, wir kriegen das Feuer gerade ganz gut im Griff. Ja, ich sehe schon. Das wird ganz gut. Aber denk dran, dass da unten noch ein Silo hat. Also ich muss sagen, hier, dass wir mit dem Dings hier, mit dem Rohr, also mit dem Strahlrohr hier auf dem Dach, das geht richtig gut. Kommt gut was raus. So, ich würde mal Schaumeinsatz auftragen, dass wir einmal das Ding mit Schaum fluten. Ja. Also es müsste auch bei jemand vielleicht... müsste mal vielleicht jemand noch eine Zugangsleitung hier für mein Fahrzeug legen. Sonst ist der Tank hier gleich leer. Ich glaube, es macht Sinn, wenn du sonst eben runterfährst zum HLF direkt befüllt, weil du fährst ja eh immer vor und zurück. Jawohl. Heinrich? Ja, hört.
Die Wand zur Straße, die fällt gleich ein. Ist auch bitte auf der anderen Seite, wegen dem Druck rüber. So, Pumperei-Zeug hier. Das gute Wasser. Ei, die wird's geil. So ein Mist aber auch. Wasser kommt. Ja. So. Wie sieht's aus? Mit dem Feuerchen? Wird's weniger? Wenn du jetzt von oben noch ein bisschen Schaum mit rein tust, dann haben wir es gleich sofort aus. Perfekt. Dann müssen wir noch Glutnester nachsuchen. Gut. Ich fahr wieder hoch. Upsi. Aber man merkt schon, ich bin nicht der Feuerwehrspezialist. Der TLF ist wieder am Löchen. Hast du Schaum zugemischt? Ja, ist an. Schon mehr wie in der Badewanne letzte Woche. So soll es doch sein. Schöne Schaumparty. Das sieht ja schon ganz gut aus. Oh, sauber. So. Dann würde ich erstmal sagen, Wasser halt. Wasser halt. Wasser halt. Wasser halt. Und dann machen wir erstmal kurz das Briefing, wie wir jetzt weiter vorgehen. Es sind nur noch kleine Glutnester vorhanden. Dabei eine Frage, Personen waren nicht mehr im Gebäude oder sonst was? Also es gab keinen, jetzt nicht irgendwelche Personenschäden noch oder sonstiges? Nee, das Gebäude stand leer. Okay, alles klar. Gott sei Dank. Gut. Carsten und Heinrich, was habt ihr an Druck noch drin? Ich hab noch 70. Okay, auch so um den Dreh. Ich bin gleich alle. Gut. Ich hab noch Flaschen auf dem Fahrzeug. Könnt euch dann umschrauben. Gut. So. Ja. Ich würde mal gucken, dass wir gleich vielleicht noch ein paar Glutnester nachlöschen, aber dafür brauchen wir die ganze gesamte Gruppe wieder. Die Füllleitung HLF lassen wir liegen, die C-Leitung bis zum Gebäude, was nach hinten geht, lassen wir auch liegen. Und dann bleibt eine Abordnung hier, die wir dann halt anfangen, Glutnester nachlöschen, nicht ins Gebäude reingehen, ist einschutzgefährdend, alles nur von außen, ansonsten muss gleich der Abrissbagger kommen. Das TLF kann erstmal dann wieder abrücken und den Rest an Material, was wir nicht brauchen, können wir schon wieder zurückpacken. Ich würde das TLF vielleicht gleich wieder mit zurücknehmen, wenn das okay ist. Servus. Servus, Herr Lotziger. Servus. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ja, alles kacki. Soll ich das TLF wieder mit zurücknehmen? Du bist eigentlich ja das HLF gefahren, aber du hast vorhin schon gesagt, dass du keine Zeit hast. Ich bin das HLF nicht gefahren. Nee, ich bin das HLF gefahren. Ach so. Ich bin nicht, ja, ich hab das TLF übernommen von Dirk. Dann nimm du das TLF mit zurück. Okay, perfekt. Gut, außer du brauchst mich doch hier, aber wenn du mich nicht mehr brauchst, nehme ich mit zurück. Nee, das kannst du ruhig mit zurücknehmen. Die Grillparty ist aus, Herr Lonzinger. Gudi, dann räum ich zusammen. Grillparty ist ausgeufert, eieiei. Ja, Herr Lonzinger, die Halle ist einmal komplett voll. Das Flammen niedergefallen. Die hat die Tint schlechten Tag gehabt, glaube ich, die Halle. Ja. Das war doch Brandstiftung. Ist auch irgendwie ein schlechtes Omen, ne, dass ich hier gestern heute rausgefahren bin und jetzt auch mal das Ding brennt. Das ist ja total verrückt eigentlich, ne? Herr Raden, das klingt mir aber überhaupt nicht als Zufall. Aber jetzt habe ich meine ganz blöde Frage. Ich war die ganze Zeit beim Sägeschein, also ich war nicht hier. Ah, Herr Lunzinger, meinst du, der will noch die Versicherung kurz abziehen? Na, das Gefühl habe ich auch. Nein, Spaß. Ja. Ist ein Gemeindegebäude, habe ich eh nichts von. Aber ich habe ja hab eine Frage, wo bist du denn hin jetzt, Heinrich? Ich bin im Norden oben. Hoffentlich lädst du mal ein. Dass man sich das mal angucken kann. So besonders ist da auch nicht, aber ich habe da am besten eine Bahnverbindung direkt zur Bahn, dass ich dann auch die Exportgüter direkt verladen kann und alles. Okay, alles klar. Na gut, ich pack zusammen und nehme das TLF wieder mit, ne? Nimm noch einen dazu mit. Ja. Muss noch jemand unbedingt weg? Also ich müsste und der eigentlich. Ja, ich müsste auch los. Ja, dann nehme ich den Sven da mit und den Eisele oder je nachdem halt, wie ihr wollt. Eisle. Wenn ihr mit drei Mann da reinpasst. Aus Wien? Ja. Ich glaube, ich fahre, ne? Leck ist das heiß. Ja, die Fresse. Rosa Graus mit Rosenberg am Telefon, was kann ich für Sie tun? Moin, Didi hier. Ah, die gehen uns mal rein übrigens. Ja, Didi, grüß dich. Was hast du eigentlich für Mitarbeiter, sag mal? Gute. Mitarbeiter? Ja,
Ja, Mitarbeiter halt. Ja, ich hab da nur einen. Mein Frontgewicht hat jetzt einen Kratzer und dein Fan ist vorne hinüber. Alles klar, ich muss auflegen, ne? Ich hab grad einen Brand gelöscht, ey. Jetzt rufe ich doch nicht an wegen sowas. Ja, dann kannst du gleich weiter zum nächsten Verkehrsunfall hier. Oh, nee, wo steht ihr? Naja, auf der Straße zwischen Scheiße. Deinem Händler auf Höhe Feld 25. Das ist nicht über dir zu fassen. Der Dirk kam mir auf meiner Spur entgegen hier. Gut, alles klar, ich komm jetzt eh gleich. Jo, danke. Gut, ciao. Ah, so, komm mal mit Sven. Ach, Sven, ja. Der Carsten. Jo. Ich verwechsel dich immer mit dem Sven bei Guido aus dem Landhandel, weißt du das? Ja, ich krieg das schon mit, aber ja. Ich hab mich langsam dran gewöhnt. Ich reagiere jetzt einfach auf beides. Okay, super. Ey, du hattest vorhin noch irgendwas. Was wolltest du noch sagen? Ja, dadurch, dass wir jetzt mitten in der Ernte stecken, wollte ich nachfragen. Du musst hierhin, wohl? Ja, genau. Das Fahrzeug auch. Was hier denn passiert? Ja, neue Halle. Alter Schwede. Mhm. Hast dich aber nicht lumpen lassen. Naja, mal gucken. Vielleicht wird die auch bald wieder versteigert. Wir sind mitten in der Ernte und ich wollte fragen, wie kurzfristig du an die Klamotten für den Aufbau von dem 800er kommst. Du meinst den... Das Motor-Upgrade. Das Motor-Upgrade. Du, die Halle ist da. Ja. Wir können das direkt umsetzen, kein Problem. Dann komme ich im Laufe des Tages heute nochmal eben runter. Musst du hier hin? Warte mal ganz kurz, ich muss nochmal eine Sache ganz kurz schauen. Und zwar, ich habe mir das wahrscheinlich gar nicht aufgeschrieben. Ja, das wollten wir ja quasi im Tausch machen mit dem Futtermischer, den ich dir gebracht hatte. Verstehe. Verstehe. Dann solltest du mir die Differenz sagen, was das Motor-Upgrade mehr kostet. Wenn es mehr kostet. Motor-Upgrade, Fendt. Genau, auf 8,24 Chip ist das dann, glaube ich. Auf 8,24 Chip, ja. Genau. Das war für Acken, ne? Genau, richtig. Alles klar. Die knallen hier alle mit Blaulicht noch her. Gut, weiß ich Bescheid. Habe ich mit aufgeschrieben. Bringst du hier vorbei? Machen wir so. Ja, alles klar. Können wir relativ schnell machen. Wo musst du jetzt raus? Hier. Okay, tatsächlich. Alles. Aber das Fahrzeug, willst du den erstmal mitnehmen? Ja, weil dann stell ich den zu, der soll hier gewartet werden, deswegen. Achso, wenn er hier gewartet werden muss, dann laufe ich nur in die Straße hoch. Da oben habe ich den 800er mit mir stehen. Achso, na, dann ist perfekt. Ja, genau, dann lass ihn hier stehen. Das passt. Alles klar. Super, danke dir. Jo, danke auch. Bis dann, Carsten. Bis dann. So. Kurz sammeln, Leute. Kurz sammeln. Was ist denn jetzt hier alles Phase? Okay, wir haben jetzt hier... Okay, was natürlich noch problematisch ist... Ach, okay, ich fahre jetzt erstmal zum Unfall. Der Marcel Ferguson steht natürlich auch noch. Mitten am Feld, den müssen wir auch noch holen. Hier haben wir Wartung voll ohne Ende. Das muss auch noch alles gemacht werden. Warte mal, hat der Dirk jetzt den... für den Acken reingeschrieben, was der kostet. Ist der exportiert? Wahrscheinlich dann nicht exportiert. Ging ja auch nicht. Heinrich war ja noch, ist ja noch am Dings. So. Gut. Bin mal gespannt, ey. Ich hoffe mal, ich hoffe, der Lonzinger macht keine Welle, ey. Weil es ist ja nächster Tag. Also, und Führerschein war ja eigentlich nur für Juni weg, ne? Ein Monat hat er gesagt, Juli. Warum soll ich nicht, also theoretisch habe ich Führerschein. Oh, ich kann das nicht. Es darf doch nicht wahr sein, oder? Es darf doch einfach nicht wahr sein. Ey, hier kommst du heute von einer Scheiße in die andere. Hier, das gibt's ja gar nicht. Das kannst du ja komplett hier den Hasen geben. Mann. So, wo ist Dirk? Oh, eine Flasche da drin. Was ist denn hier los, ey? Ja, alles gut, wir haben sie bloß okay, getroffen. Okay, wenn wir hier seid, ihr seid Sekunde. Ich kann Sack, das nicht mehr. Zwei Morde. Stehen. Ich bin aus Richtung von meiner PGA gekommen. Okay, und Herr Hoffmann, Sie sind von Richtung Händler gekommen. Ja, sofort. Ich bin von Händler gekommen. Richtig. Ah, siehst du die braunen Flaschen da drin? Und dann sind sie auf die Spur gezogen, was war los? Mein Favorit. Ja, die Achse Sinne, da ist nichts mehr vorne zu tun. Was? Wie schaut's denn aus? Das ist ein Totalschaden, da kann man nichts mehr dran machen.
körperlich irgendwelche Leiden? Wo ist er? Der ist reif für die Pläne. Wo ist er? Durchgeschüttelt, aber der Notfall. Aber müsst mir die ganze Zeit dazwischen klatschen hier. Wo ist er? Wer ist da reingefahren? Ich zersäg den. Wer ist da reingefahren? Links des Weg. Ich zersäg den. Beim Favorit gibt's keinen Spaß. Mir reicht's. Es war Digga, können Sie den Verrückten mal von der Einsatzstelle mal wieder entfernen? Ich gehe jetzt wieder an die Seite und steck die Kettensäge weg. So, ich sitze hier im Busch. Herr Lanzinger, den beiden geht es soweit körperlich gut. Erste Untersuchung war ohne Befund. Wenn Sie Probleme haben, können Sie sich jederzeit bei mir melden und. Kann ich mal bitte jemanden annehmen? Alles klar. Übergeben. Grundsätzlich, ja, perfekt. Okay. Für Sie beide, Unfall, ja, also Schuld auch. Klären wir nicht, sondern nur, wer die Hauptunfallursache gesetzt hat. In dem Fall der Herr Hoffmann. Ja. Herr Hoffmann, ich belehre Sie jetzt erstmal vorläufig als Beschuldigten der fahrlässigen Körperverletzung. Mein Favorit. Ja. Ganz wird stolz. Im öffentlichen Interesse verfolgt, wird dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es eingestellt wird oder nicht. Kann sein, dass sie dann vorgeladen werden. Ja. Also das heißt, sie können sich die Sache äußern, müssen sie aber nicht. Sie können einzelne Beweisführungen ihre Entlastung beantragen. Sie können auch einen Anwalt vor der Erstvernehmung kontaktieren. Haben Sie irgendwie soweit verstanden? Was, wenn ich telefoniere mal kurz? Okay, perfekt. Dann notiere ich mir das alles gut? So, ich mache dann noch ein paar Fotos und dann passt das, gell? Ja. Brauchst du irgendwas, was zu trinken? Wichtig den beiden, auch bei Ihnen, Herr Mahler, wenn Sie noch irgendwas haben. Dann bitte melden mit ärztlichem Befund, ja? Ja, mach ich. Na gut, passt. Bin gleich wieder da. Hab ich leider nicht. Aus wie außer Wodka fühle ich nicht mit mir mit. Ich habe noch andere harte Sachen dabei, aber... Kann mich bitte jemand zu meinem Masse Ferguson fahren? Ich möchte einfach nur aufs Feld und arbeiten. Ich werde nicht mehr gebraucht. Ich nehme ihn mit. Okay, danke. Braucht ihr ihn? Feuerwehrtechnisch noch hier? Heinrich? Ja. Das Servicefahrzeug steht da hinten. Ja. Kannst du damit zurückfahren? Ich ja. Musst du abschleppen, ich kann's nicht. Ja, okay. Ich kann ihn nicht abschleppen, es geht einfach nicht. Alles gut. Ich hole erstmal die Masse Ferguson und komm wieder her. Ja, es tut mir leid, aus Wien. Ja, scheiße ist das doch, ey, das ist der Favorit, ey. Den hab ich angefangen mit dem Verbindung. Den muss schon wieder hin. Ach komm, scheiße, ey. Martin, komm mal mit. Also ich würde mal sagen... Ich will dich mal in den Arm, komm mal her. Es ist mittlerweile nicht leid. Ich würde mal sagen, mittlerweile schreit die Front nach Tritt mich. Wir kriegen das schon wieder hin. Ich kümmere mich. Keine Fresse, schreit nach Tritt mich! Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich baue ihn wieder auf, ich verspreche es dir. Jetzt auf meine Tasche. Mann, ey. Scheiße. Ey, in Rehbach, da gibt's doch hier diesen. Aus der Pampas. Steiner, konnte ja helfen. Herr Lonzinger. Dieser Bullock, das sollte. Kann er nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Was wie? Hier drüben. Hier haben wir das Auto mit dem blauen Licht auf dem Dach. Okay, noch besser. Mal raus, komm, hier bleibt die Tür, so. Danach. Mann. Ey, ich finde das nicht mehr. Ja. Ich habe die Kara angerufen. Die kommt hierher, die tröstet dich dann. Ja, wunderbar, ganz toll. Soll zum Händler runterkommen, ja? Ist, glaube ich, besser. Ich fahre jetzt da zurück. Ja, es wäre gut. Okay. Tschüss. Danke dir, Tschüss. Heinrich. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ach, was für ihn, heute ist auch ein Tag. Den kannst Herr Lonzinger? Herr Lonzinger? Ja? Herr Lonzinger, ich habe meine Frage. Jetzt warten Sie mal kurz, yeah. Kasalek, ich bräuchte Sie kurz für Blutentnahme. Komme ich gleich zurück, ist das okay? Ja, dann kommen Sie gleich zurück, ordne ich an, im Ding der Staatsanwaltschaft, dass Sie einmal Blutentnahme beim Herrn Hoffmann dürfen. Großer Grah, ich bin sofort für Hoffmann. Sie da. Alles klar. Super, danke. Herr Lonzinger? Ja? Wer hat denn die ganzen Fahrzeuge da bei uns abgestellt? Das war der Pepe, das ist alles Service. Ah, dann rufe ich den nochmal an, gut, alles klar. Danke dir. Klar. Jo. Tschüss. Ja, Rosa Grah, Oswin Rosenberg am Telefon. Stefan hier, aber wie hörst du dich denn an? Ach, ist alles okay. Nee, erzähl, was ist los? Ach, mein Fender ist vorne die Achse kaputt. Na, der was Favorit. Halt Sachen? Ich mach gar nicht. Ich weiß nicht mal. Okay. Ja. Scheiße. Aber die Kara kommt jetzt gleich. Die Kara kommt jetzt gleich. Die Frau Grabowski und die ist ja so ein bisschen Seelsorgerin. Ja. Und die will mich ein bisschen trösten und vielleicht ist ja danach die Trauer wie weggeblasen. Ja. Vielleicht kann ich sie auch schon ein bisschen besser machen.
Feld 18 ist fertig angesät. Ehrlich? Ja. Oh, wunderbar. Perfekt. Mal, ich wollte zu meinem Marcel Ferguson. Soll ich das auch noch düngen oder wolltest du es nur angesät haben? Es wäre gut, wenn du es komplett fertig machen würdest. Wolfgang, wir müssen zu Feld 88. Ach, der, sag mir das doch. Ja, okay, Entschuldigung. Nee, kannst du komplett fertig machen, wenn du willst. Ja. Wie machen wir denn mit der Rechnung? Wohin soll ich die schicken? Ans Lohnunternehmen. Ja. Also an meins, nicht an deins. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Nee, alles. Hast du denn da irgendwie noch ein Konto in Rehbach oder so offen, oder? Du kannst mal den Herrn, oh, wie heißt der denn, der Transporteur, den Andreas? Ja. Ich glaube, die schieben sie Gelder so ein bisschen hin und her übers Transportunternehmen. Den kannst du das gerne sagen. Dann schickt er die Rechnung hier rüber zu dem Heinrich und dann weiß ich, was ich bezahlen muss. Gut, alles klar. Und du kriegst dann das Geld quasi. Nee, da werde ich mir gleich sagen, alles klar. Danke dir. Gut, wenn was ist, melde dich lieber, ja? So mache ich's. Achso, was ist denn rausgekommen mit dem Kalle? Ah, stimmt. Hast du gar nicht mehr mit dem gesprochen? Nee, habe ich noch nicht wieder gesprochen. Hier war Landunter in Fichtal. Der hat wohl auch nochmal nachgeguckt. Laut ihm waren die Bremsklötze jetzt wohl drauf. Und ja, da, ja. Da wären wohl angeblich Bremsschläuche durchgeschnitten worden. Nein! Doch. Das ist ja eine ganz wilde Nummer. Ja, und er fragt dich jetzt, was dein Mitarbeiter da quasi gesehen hat dann. Ja. Und jetzt geht das alles natürlich zur Polizei. Ja, dann sollen die sich da drum kümmern. Ja. Also, dann sollen die sich drum kümmern, ganz ehrlich. Ja. Weißt du, was sollen wir machen am Ende? Wir wollten ja auch nur helfen. Ja, klar. Ich habe auch zu Kalle gesagt, wir hätten das wunderbar klären können, wenn du gesagt hast, pass auf, wir haben Mist gebaut. Ja. Ne? Und wenn er jetzt gesagt hat, pass auf, der Traktor hat einen Restwert von 150.000 beispielsweise jetzt, ne? Ja. Da weißt du was, gib mir 100.000, ist die Sache komplett gegessen und so weiter. Keiner steigt in der Versicherung, gut ist. Ja, da wollte sich doch nicht drauf einlassen und war natürlich hin und her am Reden. Hat gesagt, die hätten da ja gar nicht dran gewartet und hat aber dann Papiere gefunden, dass sie dran gewartet haben. Und da habe ich nun gesagt, weißt du was, Kalle, so langsam zweifel ich dran, ob du überhaupt noch dabei bist, einen Händler zu führen. Am besten lass mal ein ärztliches Gutachten machen, ob du überhaupt noch dabei bist. Hm. Aber darauf ist er ja dann nicht mehr gekommen. Mann. Ja. Naja, gut. Ja. Wenn ich was Neues weiß, kann ich dir sehr gerne Bescheid sagen, Marcel. Sag mir Bescheid. Ey, ich sag dir, soll ich dir was sagen? Ich bin seit 6 Uhr auf dem Bein. Es ist jetzt 9.15 Uhr und bis jetzt ist nur Scheiße hier passiert. Jetzt stehen hier auch noch Haufen Schaulustige. Ah. Hab ich noch gar keinen Bock drauf. Brauchst du Hilfe? Muss ich nach Fichtal kommen? Nee, alles gut. Passt. Alles gut. Wenn was ist, melde dich bitte, ja? Mach ich. Alles klar, bis dann, Oswin. Ciao. Ciao. Ein Kunde hat mich eben angerufen und hat gesagt, ich soll mal nach dir gucken. Kannst du reinkommen ins Auto, bitte? Ja. Kannst du die Schaulustigen wegtun? Nein, kann ich nicht. Naja, wir haben halt einfach... Wir haben halt... Also, mein Fendt... Da mein Fendt, der gerade abgeschleppt wird! Das ist halt... Damit hat alles begonnen, weißt du? Also, eigentlich nicht so richtig, aber ich liebe dieses Fahrzeug halt mehr wie alles andere. Und der Dirk hat einen Unfall damit gebaut. Und jetzt ist ihn. Ja. Herr Steiner kriegt Hausverbot. Was ist denn da los? Der hat gesagt, aus dem Fendt sind braune Flaschen rausgefallen und hat damit den Verdacht, dass ich unter Alkohol gefahren bin, auf mich gelenkt. Standst du unter Alkohol? Ich trinke keinen Alkohol, gar nicht. Also, dann ist ja gut. Ich habe nur Minzbonbon. Ich darf jetzt aber keine Fahrzeuge mehr führen, Herr Lönsinger hat meinen Führer schon abgenommen. Hä, warum? Der kann doch einen Atemalkoholtest machen, dann ist das Ding doch erledigt. Der hat ja ausgeschlagen, aber das liegt wahrscheinlich an meinem Minzbonbon. Weil ich trinke keinen Alkohol. Also, haben die Blut genommen? Ja, Herr Kanzler hat Blut. Ja, dann wird sich ja spätestens dann alles klären. Außerdem, man kennt ja unglaublich. Die Minzbonbons im Blut. Ja, aber guck mal, Dirk macht auf mich einen wirklich klaren Eindruck. Er riecht nicht nach Alkohol. Was soll denn Alkohol das, ey? Riecht er auch sofort. Er zittert nicht, er hat keine Probleme. Also, ich trinke keinen Alkohol, noch nie. Nee, weiß deswegen macht er da keine Latte, ey. Wir müssen jetzt hier ran. Also, pass auf, Dirk, wir haben sowieso Wartung ohne Ende erstmal vor der Halle stehen. Schon fast erledigt. Alles, was draußen steht, ist schon erledigt. Echt? Nur der Unimog noch. Ah, sehr gut. Und pass auf, Folgendes, und dann müssen wir uns direkt um den Fendt kümmern. Der muss so schnell, wie es überhaupt geht, einsatzfähig werden. Ja, wie sagt denn auf meine Kappe, ich mache das. Alles gut, alles gut. Mach dir erstmal keinen Kopf.
Gut. Erstmal ist wichtig, dass es euch gut geht. Ja, also wie gesagt, mit Herrn Steiner ist es zum letzten Wort noch nicht gesprochen. Ja, nee, dann die Knöpfe uns vor. Der wird abgeklatscht hinten in der Waschanlage. Aber so, ja. Der wird praktisch ausgezogen und abgeklatscht. Die Fliesige, wenn der gedingst. So, aber wir fahren erstmal schnell. Ja, ich laufe zurück. Entschuldigung, Marcel. Nee, vorne steht doch das Auto. Ich darf nicht fahren. Oh Gott. Ja, gut, alles klar. Ansonsten guck mal, ob vorne Jan noch irgendwo steht mit unserem Pickup, das hätte ich runterfährt schnell. Können wir erstmal den Marcel holen jetzt, ja? Ja, ja. Das wäre super. Fährst du kurz mit Kara? Ja, warte, ich steig hinten einfach durch. Na, du hättest auch fahren. Ihr wisst Bescheid. Fahr ruhig. Jawohl. Kara. Ja, bitte. Ja, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Seelsorge und da haben die mir dich empfohlen. Die haben gesagt, du würdest jetzt kommen, würdest dich gleich. Ich habe halt hier bitterlich geweint, ist mir auch ein bisschen peinlich. Das brauchst doch gar nicht. Und die haben dir halt gesagt, die Kara kommt jetzt und wird sich um dich kümmern. Und ich, ja, ein bisschen, ich bin doch da. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass halt einfach so dann meine Sorgen so ein bisschen weggeblasen sind. Ja, guck mal, ich kann dir sagen, Onkel Arthur geht's schon besser. Ist nicht schon mal gut? Dem geht's wieder gut? Nein, besser. Ah, super. Besser. Dann, okay, weil da habe ich ja auch noch schlechtes Gewissen. Da bin ich. Da war ja, man muss ja leider sagen, da hat Onkel Arthur nicht so ganz aufgepasst. Also da bin ich dir jetzt auch, also da bin ich mehr Onkel Arthur böse als dir. Ja, sag ich auch. Okay, dann mache ich mir da schon mal keine Gedanken mehr, ja? Nein, es geht ihm, er ist auf dem Weg der Besserung. Super. Machen wir so, ja? Okay, super. Okay. Guck mal, hier oben steht dein Messer, da hast du dein Schlepper erstmal wieder hier oben. Okay, alles klar, ich muss jetzt nur gucken, vielleicht fahre ich am besten hin. Oh, warte mal, habe ich noch ein Feld zu? Dingsen, warte mal, ich muss kurz gucken, habe ich noch irgendwas zu pflügen? Das nicht. Aber außerdem, wenn du jetzt hier auf den Trecker steigst, du bist ja auch ziemlich mitgenommen. Wenn es dir nicht gut geht, mach eine Pause und im schlimmsten Fall rufst du Kara oder mich an. Ganz alles genau. Klar, mache ich. Kara? Ja? Lass dich nochmal drücken, danke für deine warmen Worte. Ja, gerne. So, alles gut. Aber du bist so schön warm. Ist zu warm eigentlich. Ist noch diese Jacke. Aber geht. Ja. Ein bisschen nass unterm Arm. Kannst du mal wieder loslassen? Nee. Bitte? Danke. Ja. Also, okay, so, das, Entschuldigung. Danke. So. Aber warte mal, ich hab ein Auto, ich mach mal kurz. Wo ist die 77? Da unten. Na, ich muss nur die Straße runterfahren. Da habe ich schon den nächsten Auftrag. Perfekt. Okay, dann ich werde mich auf dem Feld ein bisschen beruhigen, okay? Warte. Aus wen? Was? Lass mich in Ruhe, du hast mein Fan zerstört! Nee, dein Mitarbeiter ist mir reingefahren. Und wenn, dann ist das auch immer noch mein Fan. Den hast du von mir, mein Freund, vergessen. Ja, den habe ich aber auch bezahlt! Okay, ich hau ab. Macht's gut, ja, Leute. Tschüss! Und meinen anderen Fan habe ich dir auch vor die Halle gestellt. Das geht ja wohl auch zu euch. Ja, okay, stimmt. Hast du sonst noch was? Weil ich müsste sonst. Ja? Ospin? Ja? Du mir eingefallen. Steig nicht in den Masse ein. Nee? Nein. Warum? Herr Lonzinger. Wo ist denn der? Der ist noch an der Unfallstelle. Kein Problem, ich habe direkt unten hier ein paar Felder weiter in Auftrag. Da gehe ich fix aufs Feld, auf Feld darf fahren. Er musste aber was einfallen lassen, wie der dort runtergekommen ist, ne? Ich warte dich nur vor, weil der hat gerade schon die Ohren gespitzt. Ich habe die Feststellbremse rausgemacht. Der ist ja runtergerollt. Okay. Gut, da ist leider, muss ich jetzt los. So, ja, was? Gut, ciao. Guck mal, dann machen wir das so, dann lass doch entweder mich oder Didi das Ding runterfahren, dann Mann, fährt einer dann mit dem fahrt ihr das runter, so eine Scheiße hier. Nein. Was war das jetzt? Das war, oh nein. So, kommt der Fahrer das Ding runter auf die 77. Arthur. Warum fährt der mit Auto rum? Das darf er nicht, ich weiß es nicht. Kara, rein hier, los. Ja, okay. Ja, dann, du darfst nicht fahren. Ja, deswegen sollst du hier einsteigen. So, perfekt. 77, Didi. Ja. Ja, dann sagst du, wo ich lang muss, ja? Ja, da hinter Didi her. Was ist denn da jetzt die Frage? Okay. Kara? Ja? Ist das ernst mit dem Guido? Wir lernen uns kennen. Warum? Ja, ich wollte halt schon lange mal fragen, ob wir vielleicht mal was essen oder trinken gehen wollen. Hab mich halt noch nie getraut bis jetzt, weil ich immer so gedacht habe, ey, der Oswin ist eh nicht so. Du bist also voll beschäftigt ständig, ja? Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber ich brauche ja auch mal ein bisschen Abwechslung von der Arbeit. Ach, dann bin ich Abwechslung. Nee. Ja doch, das hast du gerade gesagt. Nee, so meine ich das nicht. Ja, das ist schon mal ein schlechter Start, ne? Mich nur als Abwechslung zu betiteln. Nein, natürlich nicht. Also ich möchte natürlich nicht nur Abwechslung, ich möchte natürlich dich kennenlernen näher. Zur Abwechslung. Auch mal dein Inneres.
Ein Inneres? Naja, also so. Man sagt doch so, den Charakter, der ist ja drin im Menschen. Inne drin. Ja, 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 ja. Genau, den will ich auch gerne mal kennenlernen. Okay. Alles klar. Naja, wenn du mal irgendwie irgendwann Zeit hast und so, kannst dich ja melden. Dann gegen Winter. Ja, ja, ja. Oder fällt dir wahrscheinlich auch sein, weil dann muss ja wieder Schnee gepflügt werden. Schnee geschoben werden. Gut, alles klar. Dann danke ihr zwei erstmal. Ich muss jetzt erstmal aufs Feld hier. Es ist alles nichts. Ja, meld dich. Danke. Ja, mache ich auf jeden Fall. So, wo fahren wir jetzt auf hin? Auf geht's. Gut. Aber, Leute, in diesem Sinne, ich mache jetzt hier erstmal den Flugstart klar. Ey, ganz ehrlich, jetzt habe ich aber die Faxendicke hier. So, warte mal, sind hier die Dinger dran? Okay, perfekt. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Was für ein Chaos bis jetzt.